Yo, was geht ab? Ich bin back am Start und heute neue Challenge. Heute sind wir zum ersten Mal wieder lang auf dem Gommertipp.net-Server. Ich bereue es jetzt schon, aber darüber sprechen wir erstmal gleich. Heute haben wir, wie ihr schon an der wunderschönen Burgen seht, soll eigentlich nochmal so ein Burgen sein, ein wunderschönes Sniper. Was spielen wir heute? Heute spielen wir eine wunderschöne Challenge. Wir sind eine wunderschöne Tech-Check-Challenge, nämlich so eine wunderschöne, ja, oh Gott, CSGO, Sniper-Boat-Challenge. Ach du heilige Scheiße, sieht das scheiße aus. Egal, wir müssen trotzdem irgendwie das schaffen. Und wir versuchen einfach mal ein paar Gegner mit umzulegen. Einmal per Sniper. Schuss, und den ersten haben wir schon mal. Und der kommt der zweite. Oh, Hit, angehittet. Und, ach so, jemand noch. Ja, das ist schwierig, weil ich habe ungefähr gefühlt AWP oder beziehungsweise hier Bogen seit knapp zu langer Zeit nicht mehr gespielt. Von daher bin ich auch so, Alter. Aber wir töten immer entweder gegenseitig oder gar nicht. Super, ist auch schon mal ein Anfang. Kommt schon, den schaffen wir jetzt. Oh, zack, erstmal. Und zack, nochmal und nochmal. Oh, das ist einer. Den sehe ich. Nein, komm mal her, du. Komm mal her. Zack. Nein, Gott, ihm. Wieso hat er so eine krasse Range, Alter? Und komm schon. Ah, da willst du es holen. Träum weiter, Alter. Zack, Headshot. Und Long Range leider nicht. Schade. Komm schon, das ist echt eine, ja. Irgendwie fuckt es an der Seite ab. Das ist irgendwelche komischen Partikel. Sind, die irgendwie verzaubert sind. Das ist etwas dezent Abfuck, aber ich finde aber geil modelliert, finde ich, so ein 3D. So wie eine Hyperbeast in CSGO. Das ist echt top, finde ich. Mir gefällt das TickJPEG. Okay, endlich mal wieder mal den CSGO-Kids sogar hier ausleben, ohne dafür richtig CSGO zu spielen. Naja, außer diese dummen Äxte, Alter. Ich kapiere die nicht, warum, wofür die überhaupt gut sind. Treffen wir doch einen Bogen dafür. Egal. Komm her. Wir treffen damit irgendwie gar nichts, weil wir einfach komplett beschissen sind. Aber es macht, glaube ich, auch nichts. Trotzdem ist die CSGO-WP doppelt mal besser. Da man, Alter, was, wieso läuft das so schnell? What the heck? Jetzt schön mit Messer abstauben. Oder auch nicht. Oder auch doch. Ja, ich bin heute noch nicht so wach, muss ich sagen. Nämlich heute habe ich Sonntag, nämlich ganz früh am Morgen. Also ich bin gerade erst aufgestanden. Wir haben es jetzt erst, 12.40 Uhr bei mir. Von daher bin ich nicht so wach. Da bin ich das für entschuldigen. Das ist kacken richtig. Ja, wir sind, glaube ich, letzter. Ja, geil. Top, Lolli. Ja, alles stolz auf dich. Ich bin etwas zu Zeitdrücken. Muss jetzt irgendwelche, ich muss, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen muss ich mir 6 Ideen auslegen für ein Video. Und das ist halt eben komplett abfuckt. Da ich nicht so kreativ bin. Jetzt aber. Zack, zack, Hit, zack. Und jetzt ist es los. Und zack, nochmal. Direkt gleich nochmal. Wieso sind wir alle so krasse Range, Alter? Die sind bei mir 5 Meter weg. Na, endlich. Komm du her. Was ist manchmal für ein komisches Geräusch? Dieses Vielleicht hört ihr es gar nicht, aber ich höre das. Das irritiert mich gerade voll. Wieso ist es die. Das Fahnenkreuz ist nicht gerade. Das Fahnenkreuz ist dezent schräg. Ich habe so die alte AWP-Geräusch. Als CSGO hat ja irgend so ein ekliges Update gehabt, wo die AWP sich richtig beschissen anhört. Das ist immer noch. Was ist das alte Geräusch? Das gefällt mir deutlich besser. Und wo kommen die überall? Ich sehe das gar nicht alles. Komplett überfordert hier. Komm mal hier. Komm weiter. Komm. Zack. Bitte, ey, immer gegenseitig oder gar nicht. Ist doch nicht wahr. Jetzt aber. Profi-Schütze. So. Wir sind bei letzter. Uhuhu. Wow, und das war's. Naja, was soll ich sagen, das war's beim Video, weil mehr Zeit habe ich auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Eulali. Yeah.